So ganz alt und auf der Festplatte noch rumfliegend ist dieses Video. Das haben wir jetzt gedacht, wäre doch ein schöner Zeitpunkt, das Material nochmal zu recyceln, noch ein paar aktuelle Worte vorne dran zu schneiden. Das tue ich jetzt gerade. Eventuell noch ein paar aktuelle Worte hinten dran zu schneiden und hier und da noch eine kleine Einblendung vielleicht zu machen, das weiß ich in diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber da ja morgen der 24. Dezember ist und es da einen besonderen Gegenstand im entsprechenden Adventstürchen geben wird, dachten wir, das sei doch ganz lustig, nochmal die Historie und die Bedeutung dieses besonderen Gegenstands kurz nochmal zu klären. Ja, also reines Spaß- und Jux-Video, nichts Ernstzunehmendes, müsst ihr euch wirklich nicht antun, wenn ihr gerade irgendwas Besseres zu tun habt. So, jetzt geht's los und ich musste am Anfang ein bisschen rumschnibbeln, damit das nicht so ausartet. Drum der direkte Start und damit hallo und herzlich willkommen im Keller. Aber fangen wir mal mit dem Stock hier an. Das ist der mächtige Bendalf-Stab. Ne? Der ist deswegen der mächtige Bendalf-Stab, weil der etwa 2 Meter lang ist. Also noch mal ein Stück größer als ich. Ich habe hier da so ein olles Ding hier dran geschnitzt, was hier theoretisch so ein bisschen prismatisch wirken sollte. Und ursprünglich, ich habe es dann nicht mehr umgesetzt, weil keiner mehr da war, der Wert drauf gelegt hat, hatte ich mir dieses kleine Miniaturkernkraftwerk hier für den Schlüsselbund zugelegt, um es hier oben in der Spitze einzusetzen, damit der mächtige Bendalf-Stab im Dunkeln leuchtet. So, weil was ist dieses Ding hier? Das ist eine kleine Tritium-Leuchte. Da befindet sich also eine winzige Menge radioaktiven Materials eben entsprechend drin. Aber aufgrund dessen, dass das wirklich so wenig ist und die entsprechende Strahlung auch nicht die schlimme ist, sondern die weniger schlimme, ich kriege es nicht zusammen, Beta- oder Gamma-Strahlung oder ich weiß es nicht gerade nicht so genau. Oder was, Alpha-Strahlung? Nee, die leuchtet nicht. Glaube ich. Ja, das ist Physik. Jedenfalls, das Ding leuchtet von alleine im Dunkeln. Das muss man nicht vorher erst anleuchten. Wenn man es im Dunkeln aus der Tasche nimmt, leuchtet es sofort. Ich hatte früher, auch in meinem kleinen Survival-Set, früher mal in meiner Survival-Dose so ein Ding da drin, was man erst anleuchten muss, damit es dann nachleuchtet und damit dann entsprechend Licht erzeugt. Ist auch ganz lustig, ist nicht so witzig wie dieses kleine radioaktive Teil, weil das hat wirklich immer leuchtet. Und das hat schon was. Insbesondere am Schlüsselbund ist es gut aufgehoben, aber an der Spitze vom Wendalstab hätte schon auch irgendwie Sinn gemacht. Grund, wer sich ein bisschen mehr an den Ring auskennt, der Gandalf hat auch einen Stab, wo an der Spitze eben entsprechend leuchtet, um dann Licht in den Hallen von Moria zu erzeugen. Also mal davon abgesehen, ist das ein ziemlich massiver, durchaus gut als Wanderstab zu gebrauchender Haselstecken. Er ist ein bisschen schwer natürlich, aber für so richtig schwere Gelände, wenn man sich so richtig draufstützen möchte, kann man das damit tun. Von der Konzeptionsidee her ist das so eine Art Gebirgsstock, heißt er auch. Und wird von den Jägern beim Pirschen im Gebirge verwendet, um, also sowas in der Richtung, ne? Also jetzt nicht unbedingt genau der, um dann quasi auch das Gewehr an den Stock anlegen zu können zum Zielen. Also man hat dann zumindest ein bisschen eine Stabilisierungsmöglichkeit. Man legt dann da vielleicht den Arm drunter und habe ich schon gesehen, dass sie das so machen, sich den Stock dann da quasi in die Ellbogenbeuge und das Gewehr dann da drauf. Und das wird dann alles irgendwie, das kann ich jetzt gerade nicht vormachen, aber in irgendeiner Form wird das dann entsprechend fixiert und man hat einfach ein stabileres Schussfeld dann. Warum gibt es jetzt diesen Stock? Das liegt daran, dass ich damit den Verlust vom normalen Wendalf-Stab kondensieren wollte, ne? Weil der ist abhanden gekommen gewesen, kurzfristig. Er kam dann wieder und ich hatte mir dann halt eben diesen hier selber gemacht, um den Verlust vom Original zu kompensieren. So, denn nicht. Das ist der andere Stock, der halt eben auch schon zu sehen war in einem Video, den ich auch gerne als Zeigestock für meine Tafel da verwende. Das ist nämlich der echte Bendalf-Stab, also der mächtige Bendalf-Stab war quasi die Kopie. So, der besteht aus hier oben, das ist tatsächlich ein Firesteel. Die waren damals noch nicht so allgemein bekannt, ne? Die sind da gerade im Aufkommen gewesen. Ich mache den da ganz selten raus. Deswegen ist das auch gar nicht so einfach.
Das ist einer mit sehr hohem Magnesiumanteil, heißt, der gibt quasi nur einen großen Span, der als großer Funken abfliegt, ab, nicht viele kleine, wie das die meisten Auermetall-Mischmetallstäbe da irgendwie so tun. Und der hier ist halt wirklich sehr magnesiumlastig von der Zusammensetzung und dann funktioniert das wohl so. Ich habe damit auch noch nie ein Feuer gemacht, ich will den natürlich aufsparen bis zum geht nicht mehr, das war ein Geschenk. Der ist nur für Spezialfälle. So, dann ist der Stock hier oben extra abgeschmirgelt worden mit sehr feinem Schleifpapier und fühlt sich überaus sanft an. Was ich schön finde, ist, dass so wie diese Rinde hier abgeblättert ist, so hat das auch belassen, naturgelassen. Also das habe ich nicht selber gebaut. Das hier ist der Fachschaft Forstbaum. Man kann ihn nur schlecht erkennen, aber man müsste schon wissen, wie das eigentliche Fachschaftslogo aussieht, um das zu erkennen. Aber jedenfalls ist das das Logo der Fachschaft Forst der TU München, bei der ich ja lange Zeit entsprechend tätig war. Und hier kann man auch lesen, dass es sich um den Bendalstab handelt. Dann hat er hier noch entsprechend Schnur drum gewickelt, damit man ihn da schön anfassen kann. Verschiedene andere Sachen, die da eingeschnitzt sind, sind im Laufe der Zeit einfach dazugekommen. Das war jetzt gar nicht so sehr Absicht. Und dann endet ihr hier unten noch mit dieser lustigen Geschichte und da halt leider auch ein bisschen am Ausreißen. Kann man, glaube ich, hier ganz gut sehen, weil viel benutzt. So, und was ich jetzt völlig sinnloserweise einfach kurz erzählen möchte, ist die Geschichte, wie es zum Bendalstab gekommen ist, beziehungsweise alle Anekdoten, bei denen ich in irgendwelchen Videos mal kurz Bendalf erwähne. Teilweise steht auch, ganz selten mal, steht auch Bendalf statt Ben immer beim Anfangs Namenskästchen mit blödem Spruch. Das kennt ihr ja, das ist ja in jedem Video Namenskästchen plus blöder Spruch, also in fast jedem Video. Ich habe es ein paar Mal auch vergessen, aber bei 95% ist dabei. Ganz am Anfang gab es das auch noch nicht. Ich habe das erst angefangen mit einer gewissen fortschreitenden Erfahrung. Da gibt es also auch noch keine. Na egal. Jedenfalls folgende Geschichte hat sich zugetragen. Wir waren auf Hüttenwochenende. Die Erstsemester plus eben die Fachschaft. Wer eine Fachschaft nicht kennt, das ist so quasi die... Da tun sich ein paar Studenten zusammen, quasi um den anderen Studenten zu helfen. Also es ist sozusagen die politische Studentenvertretung. Hochschulpolitisch. Unter anderem organisiert da nebenher auch noch Partys. Also eigentlich sind es diese beiden Baustellen. Erstens mal Spiel und Spaß quasi für die Studenten organisieren. Party im Regelfall und halt irgendwelche anderen Veranstaltungen. Teilweise sogar Sachen, bei denen man was lernen kann, also Vortragsreihen, haben wir zwar nie gemacht, aber theoretisch gibt es Fachschaften, die sowas tun. Und die zweite Baustelle ist halt eben Hochschulpolitik. Da hockt man dann wirklich ewig lange den Abend in irgendwelchen Gremien und diskutiert halt tatsächlich eben politische Themen, nur halt eben auf Hochschulpolitik bezogen. Da gibt es dann auch Wahlen, wo umständlich eben die entsprechenden Vertreter gewählt werden, wo der Präsident der entsprechenden Hochschule gewählt werden kann, wo Dekane und Studiendekane und all solche wichtigen Leute halt eben entsprechend gewählt werden oder auch eben höhere Tiere in der studentischen Vertretung. Also die studentische Vertretung, das Gesamtding ist quasi die übergeordnete Ebene, bei der die Fachschaft immer das unterste Organ ist. Also mit dem direkten Kontakt zu den Studierenden und die höheren Organe, die haben den schon nur noch, wenn sie es wollen. Sie müssen nicht mehr, sie können. So, und im Rahmen jedenfalls dieser Fachschaftstätigkeit gibt es bis heute immer ein Erstsemesterwochenende auf einer Hütte, mehr oder weniger in den Alpen. Also damals war es immer noch eine Hütte wirklich in den Randalpen, schon ein ziemlich alpines Gelände. So, und nachdem ich da schon lange, lange Zeit Mitglied war, eben in besagter Fachschaft und auch schon wichtige Ämter intus hatte und mir immer gerne einen Spaß daraus gemacht habe, zu behaupten, wie wichtig ich doch bin, beziehungsweise war, also wirklich nur so als Gag. Nicht jeder hat diesen Humor kapiert, nicht alle haben entsprechend gelacht, aber die, die es kapiert haben, mit denen habe ich mich dann auch entsprechend relativ schnell angefreundet. Und jedenfalls habe ich dann im Rahmen unserer üblichen Exkursion, die wir auch jedes Jahr gemacht haben, jedes Jahr mehr oder weniger auch die gleiche Route, die ich dann, ich glaube, in diesem Jahr zum ersten Mal quasi geleitet habe und dann auch ein bisschen was erzählt, eben nebenher, dass auch ein bisschen was zum Wald erfahren und es nicht einfach nur ums Wandern gehen, um des Wanderngehens willen geht, sondern es ist wirklich eine Exkursion mit eben auch forstwissenschaftlichen Inhalten gibt. Und habe mir für diesen Zweck auch als Zeigestock eben diesen Stock hier mitgenommen. Der lag irgendwo unten an der Hütte rum, wo der genau herkam, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht abgeschnitten, aber ich habe ihn dann quasi einfach akkreviert und für mich halt eben entsprechend verwendet.
und habe dann hier einen auf den weisen Mann mit dem Stock gemacht. Ich war natürlich auch einen Ticken älter als die meisten anderen, weil ja die Erstsemester sowieso. Und in der Fachschaft waren zu diesem Zeitpunkt auch nur noch Leute, die halt im Regelfall noch eine ganze Ecke jünger gewesen sind als ich. War nicht immer so. Am Anfang waren es auch viele da, die noch entsprechend älter waren. So, jedenfalls haben wir da unsere Tour gemacht. Alles soweit absolviert, ich immer mit dem ollen Stock dabei. Und auf dem Weg runter kommt man über zwei winzig kleine Holzbrückelchen, also eigentlich eher so Stege, die über zwei kleine Bächle führen. Also man könnte da auch wunderbar über den Bach springen oder sonst irgendwie. Das sind eher mehr so Komforthütten, Quatschhütten, Brücken, als dass die unbedingt notwendig wären. So, und jetzt nochmal Herr-der-Ringe-Anekdote. Also selbst wer den Herrn der Ringe nicht gesehen hat, die meisten haben vielleicht hoffentlich doch mal irgendwann mitbekommen, dass es also die Szene gibt, in der der Balrog auftaucht, dieses große Feuermonster. Und der Gandalf steht auf einer Brücke, die gefühlt einen halben Meter breit ist, keinerlei Geländer hat und wirklich ziemlich, sagen wir mal, instabil aussieht, über die ich auch niemals laufen würde im wirklichen Leben. Jedenfalls schreit dann der Gandalf in der deutschen Fassung, du kannst nicht vorbei, haut seinen Stock entsprechend auf die Brücke. Da gibt es da einen Riss, der Balrog stampft auf die Brücke, bricht ein, fällt runter. So, Balrog weg, reißt dann im letzten Moment mit der Peitsche den Gandalf noch mit und dann stürzen sie ins Bodenlose. Und wer die Bücher nicht gelesen hat, musste vom ersten bis zum zweiten Teil vom Herrn der Ringe, also bei den Filmen, warten, bis er herausgefunden hat, dass der Gandalf gar nicht tot ist, sondern nur in den Schatten gestürzt und wiederkehrt als Gandalf der Weiße. So viel zum Hintergrund. Jetzt hat sich Folgendes zugetragen. Wir sind also über diese bescheuerte Brücke spaziert. Und ich habe in einem Anflug von jugendlichem Blödsinn da halt auch den Gandalf gemacht. Ihr kommt nicht vorbei! Und halt einmal so auf diese Brücke entsprechend eingeklopft, weil ich mir mit dem Stock schon die ganze Zeit über relativ Gandalf-mäßig vorgekommen bin. So. Sind alle trotzdem rübergekommen und alles war gut. Da waren natürlich auch ein paar Fachschaftler dabei, die mich halt eben schon länger kannten und so einen Quatsch gewöhnt waren. Im nächsten Jahr waren wir wieder da. Ich hatte wieder diesen Stock, der hat die ganze Zeit im Fachschaftsraum quasi darauf gewartet, im nächsten Jahr wieder zum Einsatz zu kommen. Und ich habe allen eingebläut, dass sie den ja nicht wegschmeißen sollen. Ich war damals wirklich zumindest wichtig genug, dass das funktioniert hat. Und eigentlich war ich sogar mal eine Zeit lang wirklich ein bisschen wichtig. Und jedenfalls hatte ich im nächsten Jahr wieder dabei und wir haben wieder die gleiche Wanderung gemacht und ich habe wieder den mehr oder weniger Gandalf-Verschnitt, der zwischendurch den Wald erklärt, quasi abgegeben. Und wir kommen an dieser Brücke vorbei und was ist? Brücke kaputt. Und da waren natürlich noch Leute dabei, die das eben vom letzten Mal erlebt hatten. Und ich musste lachen und die mussten lachen und die haben auch kapiert, warum ich lachen muss. Und die Herr-der-Ringe-Anekdote war halt eben allgemein verständlich, weil es halt zufällig eine Gruppe Leute war, die das halt auch kapiert haben. Und dann hat sich halt eingebürgert, dass ich jetzt quasi Gandalf bin, aber das wäre ja Blödsinn, also Bendalf. So, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht diesen Hut, ne? Ich bin dann noch mehr oder weniger hutlos durch die Gegend gelatscht oder halt war eine Mütze, auch wenn es ganz kalt war, aber im Großen und Ganzen halt eben mit der natürlich nachlassenden Haarpracht. Von der Pracht ist nicht mehr viel übrig, aber ist egal. Jedenfalls habe ich dann quasi für mich selber dann irgendwie aus dieser ollen Geschichte, dass ich dann quasi als Bendalf bekannt war, und man sich auch gerne darüber lustig gemacht hat, dass eben Haarpracht nachlässt und ergraut, insbesondere übers Ergrauen. Das mit dem Nachlassen haben die mir die meisten nicht vorgeworfen, was ich übrigens sehr human finde, so rückwirkend. Das mit dem Ergrauen, damit kann ich auch persönlich ganz gut leben, demzufolge war das auch nicht weiter dramatisch. Und habe dann quasi mich selbst irgendwann im Jahr drauf als Gandalf der Ergrauende bezeichnet. Oder ich glaube ab da, das könnte auch mal am selben Abend entstanden sein, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Und jedenfalls, der Gipfel des Blödsinns war dann halt, als ich dann meinen Abschluss mehr oder weniger hatte und mir dann auch diesen Hut gekauft habe, quasi als äußeres Zeichen meines Waldwissens. Das war tatsächlich mal so ein bisschen die Hauptintention, weshalb ich unbedingt diesen Hut haben möchte. Und weil ich dem Klischee-Förster so ein ganz kleines bisschen gerecht werden wollte. Jetzt ist das ja eigentlich ein Seglerhut von der ursprünglichen Konzeption her gewesen, wurde aber schon immer für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten getragen, deswegen hat mich das nicht gestört.
Und eigentlich ist kein richtiger Waldläuferhut oder sonst irgendwie und schon gar kein traditioneller Försterhut, aber ganz einfach so der Forstwissenschaftler mit Hut, das war mir einfach so ein Klischee, was mir gefallen hat. Deshalb habe ich mir eben diesen Hut zugelegt und als dann das nächste Hüttenwochenende anstand, dann mit Hut, haben wir dann irgendwie, sind wir in irgendeiner, sagen wir mal, nicht ganz nüchternen Situation drauf gekommen, dass ich jetzt Pendalf der Behütete bin. Der durch das Morgultal der Abschlussprüfung gegangen ist und nun zurückgekehrt ist, eben als Pendalf der Behütete. Pendalf der Ergrauende ist in den Schatten gestürzt. Ja, und das entsprechende Symbol dazu sollte dann der Pendalfstab werden. Und der war dann plötzlich weg. Den hatte nämlich ein Kommilitone geklaut, in Anführungszeichen, und ich war schon echt sauer. Deshalb, wer klaut denn bitte den Pendalfstab? Ich habe doch allen erklärt, wie wichtig es ist, dass der Pendalfstab als Zeichen meiner Macht, ich glaube, ich habe das wirklich so formuliert, in der Ecke im Fachschaftsraum rumsteht. Und nachdem der dann weg war, habe ich mir halt quasi den mächtigen Pendalfstab als Ersatz zugelegt, weil irgend so einen blöden Stock habe ich halt gebraucht, auch um in der Sitzung dann hin und wieder mal hier für Ordnung zu sorgen und mal ein Machtwort zu sprechen. Mitunter hat das sogar auch funktioniert. Bin ich ja heute noch überrascht. Es bringt halt was, wenn man 10 Jahre älter ist als der Rest, so in der Endphase. In der Endphase wohlgemerkt. Also dann die ganz jungen Erstsemester. Die G8ler. Na egal. Dann ist der Pendalfstab aber wieder aufgetaucht und danach sah er dann so aus. Also diese schönen, etwas aufwendigeren Verzierungen und auch das Pendalfstab eben draufsteht. Das ist dann auch dazugekommen. Auch hier dieser Griff und der Feuerstahl. Und ich habe ihn dann, als ich völlig aus der Uni abgehauen bin, quasi auch mit nach Hause genommen. So quasi als Symbol, dass ich jetzt wirklich weg bin. War ich nicht, war noch oft zu Besuch. Aber zumindest offiziell war ich wirklich, wirklich weg. Und das ist so quasi die eigentlich völlig bescheuerte und belanglose Hintergrundgeschichte des Pendalfstabs, die ich jetzt einfach mal kurz erzählen wollte, weil jetzt, da es ja eben diese Patreon-Videos gibt, hat man für sowas ja dann doch irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit. Öffentlich muss ich das nun wirklich nicht erzählen, aber es ist einfach eine lustige Geschichte, die ich gerne auch am Lagerfeuer zum Besten gebe. Insbesondere, wenn irgend so ein Stock in der Gegend ist, mit dem man so einen Unsinn anstellen kann. Ich habe schon immer gern so einen Stock gehabt, so einen großen zum Rumlaufen, schon immer. Also seit ich denken kann, bin ich mit so einem Stock rumspaziert, immer so ungefähr in meiner Größe. Der ist jetzt ein bisschen kürzer, der Pendalfstab, aber hatte ich eigentlich immer dabei. Ich hatte auch auf einer Norwegen-Tour mal so einen kleinen Stock unterwegs gefunden. 70 cm lang oder was, auch komischerweise Hasel, also den muss irgendwer dahin geschleppt haben, wächst da weit und breit nicht. Jedenfalls habe ich den dann auch schön verziert und dann allen erzählt, das wäre jetzt der Prophetenstab. Und mit dem kann man sich auf einen Stein stellen und das Wetter prophezeien. Habe ich dann auch ein paar Mal versucht, hat hin und wieder sogar gestimmt. Wenn man eine Weile unterwegs ist in der Wildnis, kommt man echt auf blöde Ideen, insbesondere wenn man als Gruppe unterwegs ist. Werdet ihr noch merken, spätestens wenn ihr dann tatsächlich mal es wagt, mit mir unterwegs zu sein oder das schon erlebt habt. Jedenfalls, der Prophetenstab, den durfte nur ich anfassen. Wenn jemand anders den Prophetenstab angefasst hätte als ich oder ich jemanden mit dem Prophetenstab berührt hätte, dann wäre der Prophetenfluch auf den übergegangen, der darin besteht, dass irgendwann in den nächsten 30 Jahren schrecklicher Durchfall sich einstellt. Jetzt könnte man denken, das ist ja gar nicht so dramatisch. Doch, das Tückische ist nämlich, dass man nicht genau weiß, wann in den 30 Jahren. Und deshalb muss man in der ständigen Furcht leben, wann es denn eventuell soweit sein könnte, dass sich jetzt der furchtbare Durchfall, den man davon bekommt, dann halt mal einstellt. Sie hatten alle wahnsinnig Angst, die Mitreisenden. Ich glaube, jeder hatte das Ding irgendwann mal in der Hand. Ja. Also müssen Sie jetzt alle darauf warten, falls es nicht schon geschehen ist, ob sich nicht bald besagter furchtbarer Durchfall eben entsprechend einstellt. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch was und entschuldige mich für dieses wirklich inhaltsfreie Video.